Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chiki Boink und das ist nicht Wars of Orion, das ist Endless Space 2. Und wir spielen das United Empire. Ja, wir sind in der 16. Runde, wir sind noch ziemlich frisch und im Moment machen wir Endless Research Park and Endless World. Es gibt so ein bisschen, es ist ein System Improvement in Wonder. Ja, das holen wir uns jetzt gerade. Brauchen noch ein paar Ründchen, 7 Stück, aber dann geht's weiter. Wir brauchen auch unbedingt noch einen Siedler. Aber, wie gesagt, erstmal kommt das und dann das. So, das zieht dahin. Wo haben wir das hier hingeschickt? Ich bin jetzt ein bisschen raus bei Endless Space 2, weil ich die ganze Zeit Master of Orion gespielt habe. Ein Angriffsschiff, was sollte man damit machen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ach nee, das sind die Reavers. Ach, naja. Hier haben wir noch ein Schiff. Ja, da oben wollten wir nicht hin. Okay. Sonst ist alles soweit klar. Hier hatten wir nämlich noch, könnten wir eigentlich noch ein Gesetz an den Start bringen. Aber was denn? Plus 50 Produktion oder was? Das wäre gut. Machen wir das doch. Ja, 2 Runden gespart. Wir müssen 600 Dust ansparen. Und Research ist auch fertig. Umfrage. Wie sieht's denn aus? Industrialisten, alles klar. Das passt ja ganz gut zu uns. Ah, wir müssen uns aber was aussuchen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es gehen soll, ehrlich gesagt. Astrofinanzen. Strategische Ressourcen. Wie lange dauert das? 5 Runden. Galactic Market, das ist auch neu. Können wir uns Sachen einkaufen? Vielleicht, ja, wir machen es einfach mal und gucken uns das an. So, ja, das war's eigentlich schon. Viel mehr können wir jetzt nicht tun hier. Ich könnte mir ja mal aussuchen, wo ich... Da könnte ich siedeln. Ja, die beeinflussen möchte ich jetzt gerade. Oder möchte ich das eigentlich? Improve Relations, indem wir die unterstützen. Bei was denn unterstützen? Quest started. Obtain the minor faction. Explore Rune Type Curiosities until you discover Iskvola. Okay, das tun wir mal. Iskvola. Kriegen wir, wenn wir Sachen untersuchen. Okay. Dann untersuchen wir mal einfach Sachen. Warum nicht? Ist ja eine ganz coole Quest. So, dieser mich nervt's einfach. Es nervt. Ernsthaft jetzt? Eine Drohne? Increase Scientist oder Increase Militaristen? Minus 5 Forschung? Nö. Dann unterstütze ich lieber hier die Militaristen. Ich denn hier nur einen scannen? Völlig doof. Ist ja kein Spaß, ne? Wo sind die Quests? Quest, 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 Quest. Backtrack the Path of Heroes. 2 von 6 erforscht. Zum Questmarker wollen wir nicht. Okay, viel zu tun haben wir.
Was machen die hier? Moment mal, hier sind wir doch einen Posten am Bauen, ne? 26 Runden ist ja wohl ein Witz. Hammer. So, das haben wir geschafft. Was haben wir noch geschafft? Friend or Foe haben wir abgeschlossen. Können wir jetzt hier wieder eine Sonde abschießen. Wie lange braucht die denn? Eine Runde. New Event, Slingshot. Minus 100 Health on Chip. Oder minus 2 Movement. Minus 100 Health. Das zerstört doch mein Schiff, oder? Nee, okay, egal. Aber ich will es nicht zerstören. Dann lieber das studieren. Scheint ein interessantes Sternsystem zu sein. Was haben wir noch gefunden? Empire Science Production. Ja, es lohnt sich echt, die Systeme mal abzuscannen. Können wir hier jetzt scannen? Immer noch nicht. Warum nicht? Blöde Patrouille. Science Pace. Plus 15 Production on System on Empire increases industrials. Super. Hat uns also schon einen Vorteil gebracht, dass wir sie nicht zerstört haben. Freut mich. Und jetzt, wie sieht's aus? Scannen. Jawohl. Jetzt kriegen wir Super Spots. Und Loot. Loot ist immer gut. Loot ist gut. Können wir noch was machen? Praise. Kostet 80. Ist ja echt viel. Political Impact. Ich würde dem gerne haben, die Faction. Official Support, natürlich die Industrialisten. Gebe ich keine Kohle für aus, das sollte ein Selbstläufer sein. Ist es auch. So, eins nach dem anderen. Und wir haben das Endless Research Park, ein Endless World Projekt abgeschlossen. Und wir haben 600 Dust, Rewards, Outpost, Thrator's Reach. Sehr cool. Quest started a Hidden Rebellion Part 2. Build a ship with at least 50 offensive military power. Ich habe das auf Deutsch gesagt. Warum? Choose an objective. Produce at least 75 Dust per turn. Schwierig. Produce at least 75 Science. Was machen wir? Okay, wir versuchen das hier zu erfüllen. Gucken, ob wir das schaffen. So, der ist aufgestiegen. Ja. Hier wird geladen, oder was? Können wir denn... Ja, wir nehmen das plus das natürlich. Und... Wäre es mit... Ja. Production und Food. Der sieht richtig cool. Also das Charakterdesign ist der Hammer. Ich liebe dieses Spiel. Wirklich. Ich liebe es. Construction complete. Und Research ist auch complete.
Wo können wir jetzt darauf zugreifen? Auf dieses, auf den Market? Können wir drauf? Marketplace, da. Können wir auch Sachen verkaufen? Saleable Items, okay. Luxus-Items, wir könnten die Klamotten hier verkaufen. Alles klar, also wenn man Kohle braucht, dann geht das hiermit sehr, sehr gut. Verstehe. Strategische Items bringen auch viel Kohle. Okay. Ich könnte so ein paar Pilze verkaufen oder so. Oder Sachen einkaufen. Das gefällt mir. Im Moment brauchen wir es aber nicht. Wie sieht es hier aus? Ich möchte gerne hier meine Dings noch ein bisschen... 23 Runden noch, das ist ja... Bäh. So, machen wir mit dem Scannen weiter. Luxusressource. So, da geht noch was in dem System. Scroll, scroll. Und hier geht gar nichts, weil der braucht Ewigkeiten zum Auffüllen hier. Was ist das denn? Exotic Rations Convert? Ah, nee. Das machen wir nicht. Ich würde gerne noch ein... Curiosity Expedition Power. Liegt bei 2. Braucht 2 Runden. Okay, das machen wir. Oh, Research Queue empty. Was ist das hier? Oh, plus 25 Food. Oh, nö. Oder aber Enables Unlock of New Heroes. Ja, das brauchen wir. Das nervt mich hier, dass der hier rumeiert. Quest complete. Produce at least 75 dust per turn. Wir haben einen neuen Hero bekommen. Hold at least 3 systems of level 2 or higher. Das machen wir natürlich. Oh. Hallo, Freundin. Was machen wir denn mit dir? Sign to fleet. Oder Create Fleet. Was hat die denn für ein Schiffchen? Ich würde mir sie mal angucken. Oh, das Schiffchen ist cool. Dann holen wir uns das mal. Dann kriegt sie direkt noch ein paar Upgrades. Und zwar... Plus 2 Experience... Per Turn auf jeden. Plus 5 Damage und Schadensreduzierung. Ich glaube, Experience Points macht echt Sinn. Direkt am Anfang zu machen, weil umso schneller geht's ja. Dann schicken wir sie doch mal hier rüber. Und sichern unser System ab. Nervt mich nämlich, dass die da rumgammeln. So. Kann ich denn? Was ist das denn? Och nö! Diese verdammten Piraten! Da habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe, wir schaffen es weg. Ja, wir haben es geschafft, okay. Och Mann! Och nee, ehrlich. Was haben wir hier? Red Sang. Mhm. So, wo können wir weiter? Hier können wir auch noch erforschen.
So, hier aber auch nur ein Punkt noch und dann müssen wir weiterfliegen. New Event. Mapmaker reveals all the hidden isolated nodes of this constellation. Nehmen wir doch mit. Faction assimilated. Geil. Objective achieved. Und wir kriegen nochmal 150 Dust obendrauf. Geil. Freue ich mich. Haben wir einfach mal for free eine Kolonie bekommen. Ja, fliege ich mal weiter. So, und diese, jetzt ernsthaft, Piraten, boah, die nerven mich total. Komm hier in unser System und meine hier einen auf Macker zu machen. Was ist das denn? Aha, Raise Entire System. Okay, wenn das jetzt ein schlechtes System wäre, könnten wir es total platt machen und kriegen ein Kolonieschiff dafür. Mm, ja, hat was. Ich brauche Schiffe. Ganz ehrlich, ich brauche hier Angriffsschiffe. Ich kann mir hier gar nicht zur Wehr setzen. Korvette 2 Runden. Vor allem die ganzen Piraten setzen mir zu. Das beordere ich mal wieder nach Hause. 20% haben wir erforscht. Luxusressourcen. Brauchen wir denn Geld im Moment eigentlich so an sich? Warum ist das hier am Blinken? Backtrack the Path of Heroes. Okay, aber send a fleet to the Questmarker? Aber das ist doch nicht der Questmarker, das ist doch da oben gewesen, oder? Das nervt mich, diese Piraten. Zu viele Piraten. Greifen wir die direkt mal an hier. Ja, ich muss die angreifen. Bleibt nichts anderes übrig. Und jetzt müssen wir es wieder reparieren, das Schiffchen. Hauptsache, unser System ist sicher. Brauche auch nur noch 4 Runden dann. Soll ich das kaufen? Plus Send Food. Ja. Sonst alles gut hier in meinem... Ja. Okay. Das Mira-System. Ist ja was zu erforschen für uns? Leider nicht. Fliegen wir mal dahin. So, wo geht's weiter? Holen wir uns das mal. Neue Waffen und Verteidigung. Erstmal. Ich muss immer alles bestätigen hier. So, okay, End Turn. Die da oben nerven mich. Ich möchte die gerne loswerden. Und da sind sie wieder. Ernsthaft jetzt. Kann ich die nicht reparieren? Nee, geht nicht, weil... Ah ja, okay. Ja, ich greife die einfach mal an. Nämlich Schluss mit lustig. Was haben wir hier? Nationales Museum, Happiness oder Unlock of New Heroes. Aber erstmal noch eine Korvette und dann kommt das da. Also mit das können wir eigentlich nichts anfangen. Das
können wir noch nicht mal hier nutzen, um Sachen zu kaufen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Asteroidenfeld. Okay. Population gained und was noch? Drohnennetzwerk ist fertig. Event Effects. Increase Military Political Ideology. Wie spricht man es aus? Idiot. Dann. Was ist denn hier alles los? Defeat the Hisso in Battle, was? Libra? Ernsthaft jetzt? Och, viel zu viele Unknown Empire Zeugs hier. Können wir noch entkommen? Jawohl. Okay. Was haben die? 32, 92, das ist okay. Das kriegen wir geknackt, aber nicht mit dem hier. Colonial Exchange Spin Projekt, was gibt das nochmal? Achso, okay. Ja, nee. Das lasse ich mal so. Plus 10 Dust und plus 10 Forschung. Ja, das ist das, was ich möchte, glaube ich. Oder wie viel? Ja, okay. Erstmal Xeno Industrial. So. Liebe Leute, es ist nicht so einfach. Den Detektor angreifen, der nervt mich hier. Ich möchte dieses System hier mal unter Druck setzen. Oder fliegen wir erst hier unten hin? Ich glaube, wir fliegen erst nach Libra. Vielleicht schaffen wir das ja. Ist ja nicht schwach hier. 93, 184. Greifen wir mal an. Dann haben wir das befreit. So, was habe ich hier? Eine Patrouille. Okay. Was kostet mich das reparieren? Machen wir mal. Und dann fliegen wir wohin? Dahin. Aber nicht darüber. Och nö. Toll. Das Schiff verliere ich doch wieder. Warum nimmt er diesen Weg? Ja, war klar. Natürlich Retreat. Bevor wir dann in die nächste Runde springen, machen wir noch einen kurzen Break. Reparieren unsere Schiffe und was haben wir hier? Corvette. Was kann ich denn mit der Patrouille jetzt alles machen? Ganz einfach. Erst hier hin und dann nach da unten. Eine Runde noch, dann ist das fertig. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. Die haben schon eine zweite Kolonie, oder was? Kann die Corvette angreifen?
Kolonien? Ich glaube ja. Fliegen wir doch mal hin und testen es aus. Ich meine, so wie die uns angegriffen haben, dürfen wir das ja wohl auch. So, haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. Dann machen wir mal einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!